Ach, der Abstieg zur Hölle, ah hell yeah. Wortwörtlich. Da gehöre ich hin. Ich habe viele der 7 Todsünden bekannt. Oh Junge, was haben wir denn da? Eine böse, dunkle, potenziell unendlich lange Treppe mit einem dämonischen Wesen darin. Schnell, holt die D-Klasse Testpersonen und schickt sie alle da rein. Wir müssen testen und testen und testen. So oder zumindest so ähnlich stelle ich mir den Moment vor, als die SCP Foundation das SCP hier gefunden hat. Ich weiß, ihr sitzt jetzt da und könnt gar nicht abwarten. Ihr fragt euch, welches SCP meinst du? Ich meine dasselbe SCP, wonach auch dieses Spiel benannt ist. Und damit willkommen zu einem Spiel namens SCP-087. Wo wir eine Treppe runtersteigen. Es ist ein bisschen mehr als das, es passiert auch mehr als das, also man geht nicht einfach nur die ganze Zeit eine Treppe runter, aber im Kern geht man eine Treppe runter. Für alle Leute, die nicht genau wissen, was SCP-087 ist, hier ist eine ganz kurze Erklärung, ich mache das jetzt mal aus dem Kopf, ich habe die offizielle SCP-Seite, das Wiki habe ich nicht offen, aber ich glaube, ich kriege das hin. SCP-087 ist ein Treppenhaus auf einem Universitätscampus, das sich zum einen dadurch auszeichnet, dass es so dermaßen tief ist, dass man nicht genau messen kann, wie tief es ist. Man weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar unendlich tief ist. Und es schluckt Licht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine 100 Watt Lichtquelle statt eine 50 Watt Lichtquelle mitnimmt, bringt das nicht unbedingt viel, weil exzessives Licht einfach geschluckt wird. Das heißt, das hier ist keine natürliche Dunkelheit, das ist erweiterte Dunkelheit. Das ist aber noch nicht alles. Wenn man nämlich da reingeht, dann könnte es sein, dass man aus der Tiefe ein kleines Kind um Hilfe schreien oder weinen hört, was dann natürlich irgendwie den Beschützerinstinkt triggert und dazu führt, dass man die Treppe runtersteigt. Und irgendwann, wenn man sich umdreht oder einfach nach vorne läuft, könnte es sein, dass man ein Wesen trifft, das als ein Gesicht ohne wirkliche Merkmale erscheint. Und es ist unklar, was genau dieses Ding macht. Es gibt 3 Logs, die man lesen kann im Wiki, wo eben so Erkundungen durchgeführt wurden. Und es wird gesagt, nach der 4. Erkundung ist es verboten, dass da jemals wieder ein Mensch reingeht. Der Trick dabei ist aber folgendes, das 4. Log existiert nicht. Es gibt Fans, die haben eins geschrieben, aber offiziell existiert es nicht. Das heißt, es bleibt der Fantasie überlassen, was genau beim 4. Mal passiert ist, was so schlimm ist, dass nie wieder jemand hier rein darf. Ich sollte natürlich auch dazu sagen, dass von den Leuten, die hier reingeschickt wurden, nicht alle wieder zurückgekommen sind und die, die zurückgekommen sind, verhalten sich merkwürdig, sind in einem sehr komischen Zustand wegen dem, was sie erlebt haben. Also ja, das hier wird ein Fest. Ich freue mich. Ich weiß, ich habe das jetzt sehr, sehr lange erklärt, aber ich finde das SCP-Universum absolut großartig, sehr gut geschrieben, sehr atmosphärisch. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen den Hintergrund erklären, damit auch alle verstehen, was wir hier eigentlich machen und wo wir reingehen. Soweit ich das nämlich verstanden habe, geht es hierbei darum, dass das quasi eine Version der 4. Erkundung ist, was dann erklärt, warum das hier abgesperrt wurde und nicht mehr für Tests benutzt werden darf. Ich würde sagen, ich drücke auf Play und wir sind direkt da. Ja, es ist 087-IV, also Nummer 4. Frage Nummer 1, hier ist die Tür, kann ich einfach gehen? Was ist, ich muss ganz nah ran, ich kann das benutzen. Kann ich gehen? Ich kann gehen. Und das war's, das spiegelt einfach zu. Danke fürs Zusehen, lasst ein Like und ein Abo da, wir sehen uns. Ist natürlich nur ein Witz, ihr wisst ganz genau, dass ich wissen will, was genau hier unten ist. Und eben, das Licht reicht nicht so weit. Also, es gibt wie so eine Obergrenze, wenn du eine sehr starke Lichtquelle mitnimmst, irgendwann ist dann gut und weiter geht's nicht. Und das gefällt mir nicht. Ich weiß auch nicht, also es soll ungefähr 20 Minuten lang gehen. Okay, und da stehen die Infos. Ich weiß auch nicht, wann das komische Zeug passiert, was hier passiert. Und eben ab einer bestimmten Grenze ist dann weiteres Licht absolut nutzlos. Aber ich hasse es. Ich hasse es. Ich meine, es sieht nicht so gruselig aus wie das ursprüngliche SCP-087-Game. Das lief, glaube ich, auf Unity, das hier ist so auf PlayStation 1 gemacht. Oh boah, ey. Ich krieg einen Herzschlag. Warum? Warum? Ja, ich höre komisches Zeug. Es ist alles gut, okay? Das Ding ist halt, ich bin D-Klasse, ne? Testsubjekt. Wenn ich also nach oben gehe und mich weigere, das hier zu machen, fange ich mir eine Kugel. Und zwar keine Warnkugel, die geht direkt zwischen die Augen und der nächste wird hier runtergeschickt. Deswegen muss das nicht sein. Ich bin so angespannt. Mein ganzer Körper ist auf 180. Die Fluchtreaktion ist quasi schon vorgespannt, okay? Ich bin geladen wie eine Feder.
hasse das. Es ist einfach nur Dunkelheit und ich habe Angst, dass ich irgendwann einfach um die Ecke gehe und dieses Gesicht sehe. Ich glaube, die offizielle Designierung ist SCP-087-1. So heißt das Gesicht. Und wieder kriege ich Puls. Ich habe die ganze Zeit Puls, da musst du mir gar nicht weiterhelfen spielen. Ich habe schon genug davor. Und ich bin jetzt 25 Stockwerke runtergegangen. Yo, können wir nicht. Da ist das Geräusch. Was dich weiter baitet, was dich in die Tiefe baitet. Und eben darauf geht, dass du das Kind, was hier unten vermisst ist, retten willst. Unter mir höre ich das Geräusch von Weinen. Okay, 6 Stockwerke unter mir. Das Ding ist halt, das wurde auch in den Logs gesagt, es entfernt sich. Für jedes Stockwerk, das ich runtergehe, entfernt sich das um ein Stockwerk. Ich kann es nicht erreichen, weil es wahrscheinlich gar nicht real ist. Weil es ein Weg ist, wie diese Treppe ihre Opfer hier runterzieht. Nee, kein Lichtgeflacker. Wehe dir. Lass mein Licht in Ruhe. Okay, kein Lichtgeflacker. Wenn du es machen willst, dann mach's wie ein Mann. Das Geräusch scheint nicht näher zu kommen. Ja, es wird nie lauter, obwohl ich weiter nach unten gehe. Wundervoll. Eben, ganz, ganz viele Erkundungen wurden durchgeführt. Und das Tiefste war so tief, dass es unmöglich in diesem Gebäude eigentlich sein kann. Und es ist bis heute unklar, wie tief diese Treppe geht. Ob es ein Ende gibt, keine Ahnung. Aber mutmaßlich ist das hier unendlich. Ja, ich bin 118 Meter unter der Oberfläche. Boah, der Sound ist widerwärtig. Boah, bitte guck das mit Kopfhörer. Bitte, geteiltes Leid ist halbes Leid. Boah, der Sound ist eklig. Absolut widerlich. Jesus Gott. Ich will nicht weiterlaufen. Aber ich mach's für die Klicks. Jo, Leute, heute sind wir im Parkhaus. Um 3 Uhr nachts und steigen die Treppe runter. Was, hier ist ein Loch. Da ist ein Loch in der Wand. Durchgucken. Ah, hell yeah, brother. Fantastische Idee. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Okay. Das ist, wundervoll. Kommt das Loch nochmal? Ich dachte jetzt, irgendwas steht hinter mir. Das scheint alles gut zu sein. Kann ich mehrfach durch das grusige Loch gucken? Vielleicht sehe ich irgendwann was, was ich nicht sehen will. Bruh. Kannst du den Schwachsinn lassen? Fragezeichen. Okay, ein Stück Beton ist runtergefallen. Welch Freude. Wehe, es steht irgendwann ein Schatten im Eck. Also auf das Gesicht bin ich vorbereitet, auch wenn ich das hasse, da kriege ich jedes Mal Goosebumps aus der Hölle. Wehe dir. Aber auf so schattenden Ecken, nee, bin ich gar nicht ready für so einen Schwachsinn. 160 Meter. Inzwischen. Ich schwitze am ganzen Körper. Das liegt zum einen an der unglaublichen Hitze hier, ne? Zum anderen daran, dass ich ein sweaty Gamer bin. Aber zum dritten liegt's an dem Spiel. Ach, cool. Was für eine Freude. Ich kann da halt nicht hochgucken, ne? Ich kann die Quelle nicht sehen. Ho! Oh! Da war's. 087-1 war hinter mir. Okay. Ich kann die Quelle davon. Oh! Er kommt näher, er wird aggressiver. Jetzt habe ich die ganze Zeit im Ohr. Er wird deutlich aggressiver. Wow. Nimm mich einfach. Ich weiß nicht, was das hier mit Leuten macht. Und jede Person ist 087-1 begegnet. Ja, ein Gesicht ohne wirkliche Merkmale. Man weiß nicht, was es ist. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ich will ja nicht rausfinden, was es ist, aber ich schätze, wir finden es raus. Mir geht gleich das Mauspad aus. Ich mache meine Maus immer nach rechts.
und setze aber nie um. Boah, dieses, es ist nur ein PNG von einem gefotoshoppten Face. Das ist alles, was SCPs sind. Nochmal dieses dumme Ding. Das ist ein Loch. Es ist nur ein fotogeshopptes Face, aber meine Güte. Durchgucken. Hinter mir wurde ein Geräusch gehört. Jemand, was hat mich auf den Boden geschubst? Die Kamera ist runtergefallen. Okay, ich heb die Kamera auf und mach weiter. Wundervoll. Nein, 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 ins Loch haben wir schon geguckt. Einfach weitermachen. Jetzt hat sogar die Kameralinse ein paar... Ja, Glassplitter. 200 Meter, by the way. Nur mal so als Kontext, wie tief wir sind. Na, so tief geht das Gebäude dieses Campuses niemals. Das hier ist krank. Okay, aufgrund der Ergebnisse von Erkundung Nummer 4 ist jedes weitere Experiment hier verboten. Und das ist jetzt eben eine Version davon, was bei dieser Erkundung passiert ist. Es wird aggressiver. Es wird aggressiver, es wird lauter. Ich muss in Bewegung bleiben. In jedem zweiten Stockwerk ist der Kollege, ne? Und zeigt sich. Ach, der Abstieg zur Hölle, ah, hell yeah. Wortwörtlich. Da gehöre ich hin. Ich habe viele der 7 Todsünden bekannt. Nimm mich, Teufel. Okay, es verändert sich, die Treppe verändert sich. Es wirkt fast so, als kommen wir zu einem Ende. Du hältst an, da ist es. 087-1. Okay, es erscheint vor mir. Aber dieses Mal kann ich mich nicht bewegen, als sperrt das Ding meinen Körper. Es hält Augenkontakt, nicht mit mir, sondern mit der Kamera. Okay, es ist komplett fixiert auf die Kamera. Starrt die Leute an, die sich das Video anschauen. Ich kann wieder anfangen, meinen Körper zu bewegen. Wann ist das hier vorbei? 20 Minuten hatte ich ja gesagt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will hier raus. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Die meisten Stairs sind gefühlt immer dieselben. Was? Irgendwelche Stacheln im Boden. Ach, das ist ja cool. Das ist toll, ja? Das ist super. Es ist wirklich der Abstieg zur Hölle. Wieder. 087-1. Und jetzt dauerhaft auf meiner Linse fixiert. Okay, es ist wie Haare. Die kommen aus dem Boden raus. Ach, es sind keine Metallstacheln. Okay, tief in 087 ist organisches Material. So schnell kann ich das gar nicht lesen. Okay, und dann irgendwann wurde die Kamera fallen gelassen. Stand da gerade. Ich kann das gar nicht so schnell lesen, wie es kommt. Das ist dann wahrscheinlich... Also ihr könnt das Video dann einfach anhalten. Ich halt gerade nicht, weil ich das live spiele. Hi, es sind ganz viele davon. Okay. Und die haben die Kamera runtergeschmissen. Okay, das heißt, die haben mich überwältigt. Und das Signal ist dann irgendwann verschwunden. Und danach, nach dieser Erkundung, wurde dann Klopfen von der Innenseite der Tür gehört. Ja, guck mal, 800 Meter, 900 Meter, Signal verloren. Das auch gerade war nur so eine Zwischenstufe. Danke fürs Spielen. War nur so eine Zwischenstufe, danach wurde die Treppe wieder normal. Ach du Heilige. Also wenn man sich dran gewöhnt, gute Arbeit, yay. Also wenn man sich dran gewöhnt, geht's. Ich hasse das. Also gut, Leute, das war's hier bei der heutigen Ausgabe von Stefan stirbt fast an einem Herzinfarkt. Das war nicht schlecht. Also Atmosphäre, 10 von 10. Die Sounds absolut großartig. Das hier war nicht übel. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ach Gott, ich brauche jetzt einen Urlaub. Auf die Bahamas oder so.